Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Stardew Valley mit Das Flip. Heute werden wir zum ersten Mal sehen, dass es in der Kanalisation unter Stardew Valley spukt und wir werden nach der Axt von Robin suchen, die sie offenbar verloren hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Und damit guten Morgen zu einem weiteren Tag. Es ist sonnig und wie wird's morgen? Auch wieder sonnig. Ach je, ich muss viel gießen. Die Geister sind immer noch genervt. Irgendwie mögen mich die nicht. Krähenplagen nicht verzagen. Du brauchst nur eine Vogelscheuche. Schütze deine wertvollen Pflanzen. Im örtlichen Gewischtwarenladen kannst du einen größeren Rucksack erwerben. Ja, ja, alles klar. Nichts Neues. Gut, erstmal gießen. Die Ernte pflegt sich nicht von alleine. Wo ist eigentlich die Töle? Schnauzer! Da oben! Jetzt wissen wir nämlich auch, wofür diese komische Stelle mit dem Napf hier gut war. So, weg damit. Und her mit der Gießkanne. Auch noch weg. Ach, guck mal. Kartoffeln. Schick. Die brauchen wir für ein Bundle. Die Tulpe. Die beliebteste Frühlingsblume hat einen sehr dezenten, süßen Geruch. Die könnte man sicherlich schön verschenken, aber... Da wollen wir erstmal gucken, ob es nicht vielleicht auch irgendein Blumenbundle gibt. Das könnte ich mir nämlich verdammt gut vorstellen. Ich würde fast drauf wetten. Ja, Schnauzer, ich höre dich. Und alle. Kein Wunder bei so viel Grünzeug im Vorgarten. Ja, Kupfererz wäre wirklich eine tolle Sache. Zum Aufwerten. Das ist auch wieder mit ziemlich viel Geld verbunden. Aber momentan kommt es ganz gut rein. Also ich will wirklich dem Rucksack die erste Priorität geben. Denn den zu haben, würde uns in vielen Dingen ganz gut weiterbringen. Ich fülle das Ding kurz nochmal voll und dann packen wir es wieder beiseite. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Damit sollte ich 50 Holz für eine Kiste. Ist das dein Ernst? Gute Güte. Dann muss ich wohl ein bisschen Holz hacken. Hilft alles nichts. Ganz schön wenig Bäume hier oben. In dem Bereich. Da versucht einer nachzuwachsen, darf er aber nicht. Da oben hätte ich gern ein bisschen freie Fläche. Wir können immer noch neue anpflanzen, wenn sie mal weniger werden, aber erstmal möchte ich sie los sein, um ganz ehrlich zu sein. Wie geht's euch im Chat da draußen eigentlich so? Während ich ein bisschen Holz hacke. Erzählt mir was, wie war euer Tag? Ich hoffe, euch geht's gut. Meiner war soweit schwer in Ordnung. Ich meine, wäre ich schlecht drauf, würde ich nicht streamen, ne? Und ich habe Tee. Mit Tee ist alles besser. Und meine Energie ist schon wieder fast alle. Heiliger. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell die bei so ein paar Bäumen in die Knie geht. Isa schreibt, uns ging super, dann haben wir deine Stimme gehört. Hat dich keiner gezwungen, hierher zu kommen? Aber bitte bleib. Ich mag dich. Trotz allem. So, 66 Stück. Das reicht immerhin für eine. Yay.
Und ich würde sagen, hier packen wir jetzt okay, die cool. Was sagt die Uhr? Wir haben 11. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt ganz schnell auf den Weg in die Mine. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250G Finderlohn. Robin. Wir ändern den Plan. Denn ich glaube, ich habe mich schon mal unfreiwillig gespoilert, wo diese Hacke, diese Axt ist, wo man die findet. Oh mein Gott. Ich werde tot umfallen, bis ich mal den Ausgang finde. So ungefähr. Nah dran. Oh! Pfui, es stinkt. Warum ist die verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Ha, Jas ist ganz schön helle für ihr junges Alter. Oh, sie verstecken sich hinter mir. Irgendetwas darin bewegt sich. Sie schlottern wie Espenlaub. Jetzt habe ich dreckige Stiefel. Und jetzt erschrecke ich auch. Okay, irgendwas haust in dieser Kanalisation. Jetzt bin ich neugierig. Gunther gibt uns bestimmt den Schlüssel, wenn wir mal lange genug Artefakte bei ihm abgeliefert haben oder oft genug. Hey, Lea! Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ja, ich habe da auch eine ganze Zeit lang gesucht. Oh, guck mal, Löwenzahn, Löwenzahn. Sorry, konnte nicht widerstehen. Es war doch irgendwo hier. Mensch. Das letzte Mal hat sie sie anscheinend auf Marnies Ranch benutzt, um Holz zu hacken. Na, das hier ist Marnies Ranch. Dann bin ich schon richtig eigentlich. Kann dann nicht so weit sein, das olle Ding. Ach, guck mal, da ist wieder Jas. Hallo. Ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, okay, du kennst mich noch nicht gut genug, ne? Ist okay. Gut erzogen, die Kleine. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Komme ich da dahinter auch noch irgendwie? Da. Hilfe. Mehr Energie wäre gut, dann müsste ich mir nicht so furchtbar Gedanken machen, wo ich hingehen darf und wo nicht. Ach, und hier geht's in diesen magischen Wald, wenn man eine aufgewertete Axt hat, mit der man das Ding kaputt bekommt. Bestimmt. Haha. Da ist das also. Lea geht schwimmen. Oder doch nicht? Ach, sie liest, oder? Ah, ein schöner Ort dafür. Die sacken wir noch ein. Die Pflanze. Und jetzt gucken wir einfach mal bei Rasmodius vorbei, wenn wir schon mal da sind. Tag, Zauberer. Es ranken sich viele Mysterium an uns, hat er erzählt. Okay. Guck mal. Was machst du da? Da dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Ah, okay, okay. Wie sonst die Schlafzimmer halt. Hm.
glaube, ich werde nochmal nachgucken müssen, wo man dieses Ding genau findet. Oder ein andermal noch gründlicher suchen und anderswo. Mal schauen. Jetzt erstmal nach Hause und ich würde sagen, am nächsten Tag können wir mal wieder in die Minen gehen. Angeln brauche ich jetzt nicht mehr, dafür bin ich zu erschöpft, leider. Aber macht ja nichts. Angeln können wir ein andermal auch noch. Arg. Ah, ich nehme an, das war das Holz, das ich vergessen hatte. Hä? Dann habe ich es ja doch noch aufgegabelt. Hat sogar alles in die alte Kiste gepasst. Super. Hallo Dr. Schnauzer. Ich glaube, ich habe ihn heute schon geknuddelt. Nun, die Axt haben wir diesmal leider noch nicht gefunden. Aber der nächste Stream ist ja auch noch ein Tag. Oder so. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bye bye.